Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich hier hingehöre. So mit meinem kleinen WhatsApp-Status. Ich habe keine Ahnung von der Medienlandschaft und das waren für mich fremde Welten. Ich fand es klasse, einfach Dinge auszuprobieren, ohne dass das gleich in eine Verwertung hineinrutschen muss, sondern einfach um mit Sachen ein bisschen zu spielen, mit Medien zu spielen, mit Licht zu spielen und Ton zu spielen und mit Perspektiven zu arbeiten. Für mich hatte so die Beschäftigung mit Reportage, Feature, journalistischen, erzählenden Formaten ganz viel Erschließungskraft. Unterschiedliche Aha-Effekte. Das eine ist, wie aufwendig die Postproduktion von Sachen sind, ob das jetzt Ton ist oder auch redaktionelle Arbeit von Zeitungen, was alles dahinter steckt, bevor das dann wirklich gedruckt wird. Sachen, die ich selbst schon ausprobiert habe, zu verbessern oder Sachen auch ganz neu zu entdecken, das war wirklich gut, diese ganze Bandbreite, um dann was rauszupicken, mit dem ich wirklich arbeiten will und auch arbeiten kann. Mich hat überrascht, wie genau man im Prinzip zielgruppenorientiert arbeitet, wenn es um den Einsatz von modernen Medien geht. Auch überhaupt erst einen Zugang zu mancher Software und mancher Hardware erhalten, was es gibt. Was ein Weißabgleich ist, welche Kameraeinstellungen, also echt ganz praktisch. Und dann selbst eine Reportage zu schreiben und selbst ein Video zu machen und zu schneiden. Und selbst einen Podcast aufzunehmen, da steht immer am Anfang so, wow. Ich habe mich auf jede einzelne Woche sehr gefreut. Ich denke, die Zukunft der Kirche ist hybrid. Also die digitalen Medien können dazu. Social Media, das ist so ein Begriff, der wird überall genannt. Und ich gebe ehrlich zu, ich wusste im Grunde vor diesen anderthalb Jahren nicht genau, was ist damit eigentlich gemeint. Social Media, das ist ein weites Feld. Es geht nicht das eine nur noch analog oder nur digital, sondern es geht ja immer um die Verknüpfung. Ich habe mitgenommen, dass ein Medium selten allein kommt. Dass wir als Kirche, als Kirchenkreis den Auftrag haben, auch diese Kanäle zu bespielen, das ist für ohne Frage. Die Möglichkeiten, die unsere Medienfortbildung oder die Medienfortbildung birgt, die sind quasi unbegrenzt. Die Akteure dahinter zu erleben. Und deren Leidenschaft, hey, und dafür hat es sich gelohnt. Wir haben toll zusammengearbeitet, gute Gespräche geführt, zu zweit, in größerer Gruppe. Das ist einfach toll, weil sich das so miteinander auch entwickelt. Man lernt aneinander und miteinander und füreinander. Das gehört irgendwie alles zusammen. Die Gruppe jetzt loslassen zu müssen, das wird mir schwerfallen. Na, hier ist Schluss, aber das geht hier oben weiter und das geht vielleicht auch mit verschiedenen Anwendungen weiter, was wir so ausprobiert haben. Ich hoffe es.